Ich mache heute ein Unboxing zu dem Pack Yo King of Games. Ja, ich mache das Ganze jetzt gleich mal auf. Moment. Da ist schon mal die Rückseite, die ziemlich cool aussieht. Jo. Bei den Legendary Collections, diese Packung. Und dann haben wir hier auch schon die ganzen Decks. Ja, ich fange mal mit dem Promo Pack an. So, und da haben wir hier schon mal elektromagnetische Schildkröte, dunkle Erneuerung, dunkle Illusion. Das hier sind die aus dem Königreich der Duellanten. Reise ins Königreich, Königreich der Duellanten. Die Gloria aus Königs rechter Hand. Dann hier die Götterkarten, haben wir einmal Slifer, der Himmelsdrei, Obelisk, der Peiniger und der Geflügelte Drei von Ra. Und dann haben wir noch eine Spielmarke von Lübi. Ja, also allein schon die Mobomo-Karten 19, das Ganze finde ich richtig cool. Dann hier das erste Deck. Mit Exodia tue ich das schon, wenn das aufbringt. Dann hier schon mal die Exodia. Schwarzglänzender Soldat. Dunkle Magien kommen. Das Magiemädchen. Das sind alles absolute Klassiker in der Serie. Und dann hier noch Drachenmeister Geil. Genau, soviel zum ersten Deck. Dann komme ich jetzt zum zweiten. So, dann haben wir hier Magier des schwarzen Chaos, dunkle Magier des Chaos, schweigsamer Magier Level 8, dunkle Magier, Goldsarkophagen, jetzt kommen die Commons. Nochmal Kuribo. Und hier das Ritual. Und dann noch der dunkle Paladin in Kamen. Das wäre richtig cool, wenn sie den auch in Ultra Rare rausgebracht hätten. So, und dann jetzt zum letzten Deck. So, dann jetzt zum letzten Deck. Dann haben wir hier mal Valkyrion. Dunkle Magier. Das dunkle Magier-Mädchen. Nochmal Spiegelkraft. Oh ja, Gilfe. Hier schon wieder. Der Baphomet. Ziemlich oft eingesetzt. Alpha, Beta und Gamma. Dann haben wir hier die Großschildwache. Drittes Mal Kuribo, Wiedergeburt. Und jetzt noch die Zauberkarten. Topf der G natürlich.
Dann haben wir noch Chimäre der fliegenden Sagenungeheuer. Auch eine relativ bekannte Karte. Hat man ja die Fusionsmonster hier. Genau, dann so viel zu dem Pack. Also ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle. Alleine schon wegen den Götterkarten. So, die Box sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Und ja, dann so viel zum Video. Danke fürs Zusehen und ciao und bis zum nächsten Mal.